Bei der Bioenergie Frauenfeld brauchen wir die Waldschnitzel aus den regionalen Wäldern, um daraus Wärme, Strom und Holzkohle zu produzieren. In den regionalen Wäldern fällen wir und hacken einmal Laubholz und Nadelholz und führen das dann zusammen zur optimalen Mischung für die Holzvergasung hier vor Ort. Die LKWs aus dem Wald, also in so einen Wald-LKW, da gehen ungefähr so 80 bis 100 Kubikmeter Holzhackschnitzel. Die landen dann bei uns hier vorne in der Anlieferung. Von der Anlieferung geht es mit Geschwindigkeit dann hoch auf das Sternsieb. Da werden alle Teile, die zu groß sind, abgesiebt. Danach geht es über einen Magnetabscheider, um alles, was Eisen, metallisch ist, abzuscheiden und danach dann Richtung Vergasung in die Bunker. Auf der linken Seite sehen wir die Förderbänder, die die Biomasse in die Nassbunker transportieren. Und auch weiter hinten im Prozess, in der Vergasung und dann im Kohleverlad, hat Knoblinger die Förderschnecken und Pro-Kettenförderer geliefert. Speziell an der Fördertechnik ist die Geschwindigkeit. Wir können hier in Frauenfeld Hackschnitzel mit ungefähr 300 Kubikmetern die Stunde anliefern. Das entspricht ungefähr 3 bis 4 LKWs pro Stunde. Damit die Qualität der Hackschnitzel später für die Vergasung perfekt passt, haben wir schon bei der Fördertechnik darauf geachtet, dass Material von verschiedenen Lieferanten separat unten im Nassbunker abgelegt werden kann.